Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Und auch wieder mit dabei, mittendrin und sonst was, der Gabax. Jo, hallo Leute. Und der German Fighter. Hallo. So, ich habe im Prinzip die Baumfarm fertig. Oh, das ist nice. Muss nur noch mal hier, ich weiß nicht, hat da einer von euch noch Holz? Nein. Ein bisschen. Weil ich muss erstmal hier ordentlich Holz anpflanzen für Saplings, damit das hier auch alles schön wächst. Okay. Ich pack mal was in die Kiste hier. Ja, immer rein da. Ja. Waren zwar nur 14. Ich habe in der Zeit, wo der liebe Lupus Holz gebaut hat, habe ich hier noch eine weitere Eisenproduktion hergestellt, weil, was sagt brauchen der Strom wir. Eigentlich? Wir hatten eben noch ein kleines bisschen den Strom erweitert. Genau. Da musste wieder der Gabax ran, um dir zu erklären, wie das funktioniert. Und muss ich dir jetzt wirklich mehr Kohle beschaffen, Gabax? Ja, natürlich. Also okay. nicht Kohle aus dem Meer, sondern Menge. Boah, ich wollte mir den Witz verkneifen. Dann kommt der. Alter Schild. Da bin ich nicht zu schade. Das mach ich. Ja, das weiß ich. Das ist stimmt meine Sache. Gabax kriegt noch einen Nackenschlag. Ja, später dann. Ja. So. Wie gesagt, ja. Oh. Wir brauchten auf jeden Fall mehr Eisen. Platten. Weil ich ja jetzt im großen Stil da oben das brauche. Und was brauche ich denn hier? Da deswegen, Kabel. Deswegen man kann es nicht genug erwähnen, endlich mal hat Holz wertvoll. Ja, genau, jetzt hat Holz wertvoll. Weil wir brauchen Holz ja nicht nur dafür, sondern auch dann noch später für Gummi. Das weiß ich noch aus einem anderen Mod. Da Gummi, kann man dann Gummi, aus den... Gummi. Was kann man damit herstellen? Gummi Reifen oder Kondome? Ja. Weil okay, Reifen. Macht ja auch damit am meisten die, Sinn. Die werden dann an die Aliens weitergegeben, weil die haben das so nicht mit Vermehrung. Okay, yeah, alles klar. Werkzeug. Verstehe. Dann ist ja gut. Ja. So, wie mache ich das denn jetzt hier am schönsten? Nee, das am besten das gar nicht. Aus. Am besten gar nicht, okay. So, hier geht dann das Kabel drüber. So, du kommst. Ey, das ist doch... Ah, Mann! Das stört mich jetzt hier echt. Darf ich endlich den Gabax erschießen? German, du bist im Weg. Was? Wo bin ich denn? Ja, hier. Hä? Was zum Geier geht jetzt ab? Ich kann das nicht, ich kann das nicht symmetrisch bauen, weil du hier im Weg bist. Was? Oh Mann, oh. Ich bin hier gar nicht im Weg. Natürlich. So. Alles ist wie immer. Nur schlimmer. So, zack. Gucken, was können wir noch Schönes forschen? Zack, weiter geht's. Diese Zicke. Was wollte ich denn jetzt hier oben? Zicke, was? Moment, das mache ich anders. Ach so, das ist... Ah, okay, deswegen... Blickt da gerade überhaupt nicht durch. Ja, das ist nichts Neues. Ja, das? Danke. Danke, bitte. Danke. Bitte. So, zack. So, genau. Und das muss ich dann irgendwie hiermit verbinden. So. Ach nee, da gab es ja diesen Trick. So, und dann... Oh, ein Twig. Ja, den Twig, genau. Wenn der Gabax in die Twig-Kiste greift. Genau, in die Twig-Kiste. In die Tic-Tac-Kiste. Was in die Tic-Tac-Kiste? So, ja. Muss ich erstmal gerade. Ach, Moment. Während ich hier gerade baue, kann ich schon mal die nächsten Greifärmchen bauen. Die brauche ich ja. Ja, German, nicht hier so rumstehen. Holz hacken. Ja, ich echt. Grad hier. Tu was. So. Der Mossen. Ja, so, warte mal. So langsam das? Holz hacken. Das ist. Oh Gott, ey, Alter, wie viel Holz fehlt denn da noch, wenn ich mir gerade so die Baumfarm angucke? Da fehlt ja noch eine ganze Menge Holz. Problem, der macht halt immer aus einem Baum einen. Oder aus einem Baumstamm macht der einen Zeppling. So, wie kriege ich das denn jetzt hier auf die Kette? So, warte mal. Oh, der Black Market, das wäre eine tolle Idee. Das mache ich jetzt erstmal anders hier. Da kann man später schön Holz verkaufen. Lupus, was hast du für Werkzeug?
Iron Axe. Ich könnte mir eigentlich mal eine Stahlaxe machen, ne? Wollte ich gerade sagen. So. Ja, alles meins. Das hier auch mal abreißen und das baue ich jetzt anders. So. Da würde ich aus 3 Bändern ein Band machen. Also 200 Holz müsste dir ja theoretisch reichen. Nee. So. Zack. Kriegen wir das so hin. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Holz da schon drin ist. Nein. Was? Da ist doch nicht viel Holz in der Kiste. Ja, eben. Wenn ich jetzt überlege, wie viel ich da schon reingetan habe. Habe ich garantiert schon 400 Holz reingetan. Und dann... So. Ja, aber weißt du, was wir machen können? Damit das hier wenigstens produktiv ist. Wir können das Tintenohr freihauen. Was hier ist, das brauchen wir nämlich. Ja, brauchen wir eh für später noch. Eben. So, und dann... Dann ist das wenigstens so ein bisschen sinnvoll, was wir hier machen. Ach shit, das muss ich hier vorher machen. So. Was brauchen wir denn jetzt noch Schönes? Zack. Genau, mach ich hier schon. Zack. So, dann kann ich das hier langlegen. So, und das dann so langlegen. Perfekt. So, und jetzt gibt's hier einen Stau. Ich habe auch vorher sagen können. Zack. Es gibt Stau. Ja. Stau auf der A12. Ja. So. Von links nach rechts, von oben nach unten. Überall Stau. Überall Stau. Ja. Ein im ganzen Kreis. Bundesland. So. So. Okay. Das ist angeschlossen. Jetzt muss ich hier aber erstmal ein Flutlicht hinbauen, weil das geht gar nicht. Und dein Licht immer. Ja, weil es ist dunkel. So. Okay, hier ist jetzt, wird deutlich zu viel Eisen produziert. Da oben ist auch zu viel Eisen. Und hier wird nichts verbraucht. Warum nicht? Ach, dann brauche ich auch mal ein paar Lampen. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Maschinen. Maschinen. Dann werde ich hier auf jeden Fall die... ja, wir haben zu wenig Energie. Und wieder? Ja. Ich wundere mich nämlich, warum die Ärmchen hier langsamer werden. Alter Schwede, das ist hier echt gerade taghell. Was, taghell? Ja, die bauen nicht ihre verfügbare Leistung auf. Was denn jetzt schon wieder? Dann mach, dass es funktioniert. Da ist schon wieder zu wenig Wasser. Alter, also das mit dem Wasser ist echt zum Kotzen. Da sind jetzt 2 Pumpen dran, die... Warte mal. Ich muss hier etwas wegnehmen, das funktioniert so nicht. Nee, warte. Ja. Machen wir gleich. Brauchst nichts wegnehmen. So, zack. Was habe ich aber schon. Da fehlt... Achso, ja. Holz, okay. Jetzt brauche ich Strom noch. So. Und so. Und jetzt müsst ihr alle Zahnräder produzieren. Wo seid ihr? Zahnräder? Da. Zack. Ich muss die anderen Rohre noch gleich upgraden. Das Problem ist, ich weiß nicht, weil der Boiler selbst trägt ja bloß 7. Apropos, warte mal, da fällt mir gerade ein, apropos Boiler. Ich muss mal kurz Steine holen. So, zack, die verbinde ich miteinander. Kann auch schon die neuen Boiler bauen, die besseren. Ah, okay. Voraus. Ah, das ist jetzt aber. Ja, okay, passt. Ach, scheiße, ich brauche mehr Kabel. Bänder. Verdammt. Das nervt. Also, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie mal eine Produktion von Bändern, von Greifärmchen. Ja, dann mach das. War alles. Ja. Ich dachte, dafür bist du verantwortlich. Ja, ist klar. Ich bin für Öl verantwortlich später dann, ne? Ach, später erst? Ja. Du drückst dich also bis zum Ende vor deiner Verantwortung. Nein. So, zack. So. Okay. Was denn? Ich habe ja jetzt größere Rohre eingebaut, die mehr Durchfluss haben, ne? Ja. Kommt jetzt aus dem letzten 10,5. Aber in den Maschinen kommen jetzt nur 4,1. Ich raff das gerade nicht. Da bleibt irgendwie immer weniger über. Das ist gerade.
Soll ich mir also das mal angucken? Mit dem Wasser ist das gerade echt. Also da sind zwei Pumpen dran. Ja. Ich komme mal runter. Ich guck mir das mal an. Ja, wir aber haben hier ganz extrem wieder der Wasserdruck droppt. Der droppt. Der ja. Droppt die Base. Stone. Ab hier. So, schauen wir mal. Das sind jetzt Dinger, die 20 können, ne? Ja. Ja, allerdings können die Boiler nicht nur maximal 6, also maximal 10. Aber hier hinten kommen 12 raus, fast 13. Jetzt reicht der Strom erstmal wieder. Hier oben geht das einigermaßen, obwohl hier auch nur noch 6 ankommt. Obwohl der 14 durchgehen, lustigerweise. Ja, Moment, der verliert sich ja auch hinten. Also, ihr müsst das ja so sehen. Ja, aber guck mal, hier sind es noch 14 und in dem ersten sitzt nur noch 7. Obwohl, es wird mehr. Pass auf. Und doch jetzt steigt. Ihr müsst das so sehen. Das ist. Hey, guck mal. Sekunde. Komm mal zu. Hast du, nein, warte mal. Der Druck steigt gerade. Hast du irgendwas geändert? Der Druck steigt nämlich gerade. Nein, ich habe gerade nichts geändert. Ja, aber er steigt. Ich habe trotzdem nichts geändert. Er steigt aber trotzdem. Pass auf. Das Ding ist. Das verhält sich ja so nicht, dass es nach hinten hin weniger wird, sondern es gibt immer einen Druckausgleich. Und deswegen verhält sich das so komisch. Weißt du? Der versucht, das auf überall irgendwie gleich zu halten. Ja, und das ist dieser komische Druckausgleich, der dann halt irgendwie 5 Minuten später auf einmal stattfindet. Ja. Jetzt ist es auch drüben mehr geworden. Ja, eben, weil der halt viel zu spät stattfindet. Vielleicht muss ich einfach mal in die Gegend kommen, damit die Generatoren das machen, was sie sollen. Ah, nee, ich weiß, was das gerade war. Was denn? Oh, was denn? Die Temperatur, guck mal, jetzt fällt die Temperatur wieder in den Rohren. Eben waren wir bei 100, jetzt fällt sie gerade runter. Ja, dann sind die Dinger nicht heiß genug hier. Ja, guck mal, hier zum Beispiel der erste, ist nicht heiß genug. Der ist nur bei 36 Grad. Ja, aber ist das nicht normal? Der erste ist bei 25. Das Wasser ist aber nicht heiß genug an manchen Stellen. Hier ist es jetzt bei 100. Naja, das Problem, so, wenn wir nicht mal haben, wenn wir die Ölboiler haben. Ja, jetzt sind die auch bei 100. Weil da machen wir das nämlich so, da stellen wir nämlich dahinter einen Tank hin, einen Wassertank, der quasi dieses heiße Wasser speichert und dann erst rauspumpt. Das ist mega effizient. Also. Okay. Du kannst übrigens forschen, ne? Den Boiler? Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Nee, glaub noch nicht. So, das ist so. Ich meinte jetzt allgemein forschen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Außerdem, ich habe gerade das größere Inventar geforscht. Ja, das ist gut. Plopp, gleich wieder mehr Platz. Plopp. Ja, wobei, momentan haben wir genug Platz, also du brauchst das nicht unbedingt forschen. Oder willst du damit sagen, man kann nie genug Platz haben? Das sowieso nicht. Okay. So, dann werde ich jetzt hier die Zahnräder also einmal rüberlegen. Jetzt passt. Ich werde da aber gleich noch eine zweite Pumpe anschließen. So. Aus. Ja, damit beide Seiten zwei Pumpen haben. Ja, die Seite mit zwei Pumpen hat weniger Wasser als die oben. Ja, noch. So, ich brauche jetzt Fabriken. Warte mal, kann die... Soll ich eine anschließen? Schaltkreis. Ja, mach mal. Okay. So, dann brauche ich jetzt erstmal... Weil hier wird es nämlich jetzt auch weniger Wasser. Dort wahrscheinlich. Du hast das dann aus. Hier die falschen Holzboards gebaut, ne? Du hast gesagt, du brauchst Holzboards. Das sind doch die Holzplanks. Nein, Boards. Ich brauche Wooden Boards. Ja, das sind. Hä? Es gibt zwei unterschiedliche. Die musst du dann nochmal aus Hartholz direkt bearbeiten. Also erst die Dinger hier herstellen, die du hier machst. Ja. Und ach, und dann nochmal. Oh, sag das doch. Ich dachte, du willst die haben. Nein, ich habe da extra gesagt, Wooden Boards. Das also, könntest du hier oben noch Holzboards. Kurz machen, bevor es nach oben geht. Nee, das. Wenn er doch da unten eh schon. Das Ding ist, wir brauchen doch die normalen Holzsachen gar nicht. Wir brauchen immer direkt Boards, oder nicht? Wann brauchen wir denn mal ein normales Holz oder diese Planken da? Naja, das Holz brauchen wir, um da später Gummi draus zu machen. Muss ja auch irgendwo gemacht werden. Ich dachte, du hast da oben die komplette. Nein. Boah, dann sag das doch. Hab ich doch. Hab ich doch ja jetzt. Jetzt weißt du ja darüber Bescheid. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. So, genau. Zu spät. Weißt du, was er. Bescheid. Genau.
Na gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wollte ich Fließbänder einmal bauen und... Also hier kommen jetzt erstmal Fließbänder hin. Alles schön großzügig bauen hier. Damit ich hier nicht auf Platzmangel komme. So, was brauchen die? Eisen und Zahnräder. Und hier, Moment, nee, dann mache ich hier Zahnräder. Oh, warte mal, ich habe da gerade eine ganz andere Idee. Ich glaube, ich weiß, wie ich das baue. Ich baue das anders. Ich baue und das anders. Hier mache ich. Na, warum geht das nicht? So, jetzt. Hier mache ich die Dinger hier. Da brauche ich nämlich dann. Ach Quatsch. Zack. Warum kann ich die hier nicht bauen? Weil du das nicht kannst. Was? Ah, ich brauche mindestens blaue Maschinen. Haben wir schon blaue Maschinen? Nein. Nein. Oh, da brauche ich elektronische. Also wir haben sie geforscht, ja. Ja, das Problem ist, da brauche ich elektronische Schaltkreise für. Und dafür brauche ich. Muss mal gucken, was brauche ich dafür? Da brauchst du Carbon. Und Copperwire für. Ach du heilige Scheiße. Und dafür brauchst du dann wieder Tin, das haben wir da hinten. Ja, und Gummi brauchst du dafür, das haben wir noch nicht produziert. Na super. Weil da muss ich gucken, wo ich dann hier unten noch Gummi produziere. Schrecklich. Ja, sass es. So, warte mal, dann mache ich jetzt erstmal hier, da brauche ich ja jetzt Eisen und... Kann ich hier Eisen einfach drüber laufen lassen? Warte mal. Wo kriege ich denn da nochmal Eisen durch? Kann ich da mal irgendwo noch einen Splitter reinbauen? Ansonsten nehme ich mir das hier einfach rüber. Zack. Nimmst du das einfach? Ja, ich nehme mir das einfach. Einfach so. So. Und zwar hier einmal rüber. Zack. Und dann mit dem Bändchen hier rüber. So. Warte mal, das möchte ich getrennt haben. So. Und hier. Das mache ich so. So. Zack. Nein. Scheiße. Bänder reichen nicht aus. Na bitte, die Baumfarben, die macht sich doch schon. Muss der ganze Scheiß nur noch wachsen. Warum kommt das denn jetzt hier nicht durch? Ach, shit. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Was? Ja, kann mal passieren. Nein. Was? So, warum geht das denn jetzt hier nicht? Im großen Gabax passieren Fehler. Scheiße, wie geht das denn jetzt hier nochmal? Ging das so? Genau. Ah, wo kriegst du jetzt deine richtigen? Sind das jetzt die richtigen, was da oben ankommt? So, was gibt's zu tun, was gibt's nicht zu tun? So, zack. Das ist das, jetzt das Richtige, was hier ankommt. So. Jetzt wird's... Nein, scheiße, warum... Ja. So, und dann... Nee. Doch. Kacke, wie filter ich die denn jetzt? Ich brauche die nur auf einer Seite. Ach, geht doch einfach. Was mache ich denn hier? So, ja, irgendwie, keine Ahnung. Stand ich gerade auf dem Schlauch. So. War so richtig? War so richtig, ja. So, wunderbar. Und jetzt kann ich die hier rüber stüppen. Zack, zack. Dann haben wir schon mal Bänder wenigstens. Dann brauchen wir die nicht mehr selber produzieren. Ist das von der Menge jetzt? Reicht das von der Menge her, was da bei den Planks ankommt, oder? Eigentlich geht das. Das reicht gerade so, ne? Sieht gut aus. Ich stelle hier erstmal eine Kiste hin, dass er die upgrabt. Ja, da kommen gleich sowieso keine mehr, weil das Holz gerade alle ist. Okay. Aber wenn ich mir das so angucke, da oben, das reicht eigentlich. Joa. Guck mal, das staut sich ja schon. Ja, dann passt das. Kein Holz mehr, sehe ich gerade. Dann brauche ich dort nicht mehr Fabriken bauen.
Also kann ich jetzt erstmal. Hast du da auch vielleicht eine Kiste stehen, dass man sich da direkt Holz rausnehmen kann? Ja, also eine Kiste steht da. Ja. Da ist aber nichts drin. Okay. Die steht hier. Was? Das ist nämlich die Verteilerkiste. Okay. Was würde uns eigentlich ein Wärmetauscher bringen? Ein was? Ein Wärmetauscher. Keine Ahnung, ein Wärmetauscher tauscht normalerweise Wärme aus. Ich habe aber keine Ahnung, was das hier sein soll. Das kann ich da vielleicht nicht sagen. Vielleicht können wir ja somit die Wärme in den Rohren halten. Nein, ich glaub, das machen wir später mit Öl-Spoiler. Das ist deutlich effektiver. Gabax? Ja, bitte? Ich glaube, wir müssen noch mehr Erz abbauen. Ja, vor allem. Das reicht nicht. Ah, ja, okay. Ja, guck mal, das mache ich in der nächsten Folge. Bist du sicher? Ich mach. Was machst du? Na, Erz. Ja, kannst du in der nächsten Folge machen. Denn, ne? Lupus? Ja, ja, ich weiß. Mich hat nur gerade das Ich mach irritiert. Gabax? Ja, bitte. Geht klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Würden uns einen Daumen freuen. Schreibt einen Comment. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, sollen wir vielleicht noch irgendeinen Mod mit reinnehmen, obwohl das natürlich je nach Mod manchmal ein bisschen schwierig ist. Genau. Ansonsten, ja, lasst uns wissen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Jo. Perfektorio. Bis dahin. Ciao.